Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute sind wir hier an einem ganz speziellen Event. Und zwar, heute findet unser erstes Death Valley Race statt. Und das ist ein Event mit rund um 35 Leuten. Richtig, richtig cool. Wir haben insgesamt 8 Teams, a 3 Leute, die in mehreren Runden gegeneinander antreten. Das ist ein Deathmatch in einem Ursa Rover und dem Gewinner winkt eine ordentliche Summe. Ich hab's nicht genau im Kopf, aber ich kann euch sagen, jede Person kriegt mehrere Millionen Alpha USCs. Wirklich, das ging vorher durch eine Spende durch. Zum Schluss haben auch nochmal Leute gespendet, richtig große Summen, richtig, richtig cool. Ne? Also top. So, und wir sind jetzt hier am Death Valley auf Daymar, haben mittlerweile die Cutlass Reds in ihre Position gebracht. Der Pharao unterstützt mich hier ein bisschen in meinem Kanal. Der ist, glaube ich, Pharao, bist du da? Nee, der ist gerade woanders. Der springt immer so ein bisschen hin und her. In meinem Team ist Rötti und Avatar. Wir fahren zusammen einen Rover und die Spielregeln sind relativ einfach. Hier im Death Valley ist alles erlaubt. Ich würde sagen, ich fliege mal ganz kurz mit meiner Razer rüber und zeige euch mal ganz kurz die Rennstrecke. Ich habe mir nämlich hier noch eine Razer mitgenommen. Ja, der Jack Bird, der begleitet mich auch hier mit Namen. Leider, den kriege ich nicht raus, aber dann muss ich halt öfter mal so machen. Genau, hier ist es Nacht mittlerweile. Wir stellen uns jetzt in Position, werden das erste Rennen starten. Wer praktisch das erste Rennen überlebt, ist automatisch im Finale. Ja? In der ersten Runde treten 4 Teams gegeneinander an. Einer überlebt und ist im Finale. Im zweiten Rennen treten wieder 4 Teams gegeneinander an. Einer gewinnt und ist im Finale. Im dritten Rennen werden dann alle, die rausgeflogen sind, um den dritten Platz kämpfen. Und im vierten Rennen ist dann 1 gegen 1, das Finale. Und das wird mega geil. Ich freue mich da schon total drauf. Fexi ist ebenfalls am Start. Der macht parallel einen Livestream. Und hat auch ein Team aufgestellt. Und im Grunde genommen kann ich euch sagen, ist das hier die Death Valley. Ja, die Death Valley ist ein Gebiet auf Daymar, das durch diesen mittleren Kamm hier unterteilt ist. Also das ist praktisch die Mitte. Und ihr seht links und rechts praktisch die Rennstrecke. Ja, ich fliege die mal lang. Also wenn ich jetzt hier Gas geben würde, hier würden die Rover dann rumfahren oder halt auch von der anderen Seite kommen oder über den Kamm fahren. Hier haben wir noch eine Cutlass Red, einen anderen Spawnpunkt für ein anderes Team. Dann geht es hier rum. Ja, man kann, wie gesagt, jederzeit über den mittleren Kamm fahren. Die Strecke nach rechts raus darf man nicht verlassen, dann ist man disqualifiziert. Wir haben nämlich auch Schiedsrichter dabei, die das Ganze beobachten. Dann geht es hier lang. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt eine Vanguard, aber es sollte eigentlich auch noch eine Red hier stehen. Genau, da steht sie. Das ist das Team 4, was startet. Und da vorne ist noch ein Spawnpunkt für das erste Team. So, zumindest sollte das hier irgendwo sein. So, ist es aber nicht. So, müssen wir gleich noch regeln. Ne? Wie gesagt, hier sollte auf jeden Fall noch eine Cutlass Red stehen. Die ist aber zurzeit nicht da. Kann aber auch sein, dass die Jungs und Mädels jetzt gerade unterwegs sind, um ihre Rover zu holen. Genau. Kann auch sein, dass sie explodiert sind. Ne? Man weiß es immer nicht so genau. So, genau, dann geht es hier wieder rum. Und hier geht es dann wieder zurück mit der ganzen Sache. Ne? Und die Rover durften im Vorfeld so ausgerüstet werden, wie sie wollten. Also sie konnten sich Waffen aussuchen, Schilder aussuchen, Powerplant aussuchen, alles, was halt so ging mit dem Rover. Und ja, dann mal gucken, der Bessere wird gewinnen. In einem Rover sind 3 verschiedene Leute, ein Fahrer, ein Gunner und ein FPS-Schütze. Dieser FPS-Schütze kann jederzeit überall rausgelassen werden. Kann sich also praktisch auf einen Kamm stellen, kann mit einem Raketenlauncher schießen, mit einem, wie auch immer. Ne, der kann machen, was er will. Der kann auch mit einem Messer die Reifen zerstechen, wenn er das möchte. Ne, alles überhaupt gar kein Problem. So, jetzt müssen wir mal auf Pharao warten, bis der dann wieder in den Kanal kommt. Und dann werden wir uns mal unten in unser Racing-Team verschieben. Und dann sehen wir weiter.
Das Ganze, mal gucken, wie gut es läuft, wie gut die Server laufen. Aber ich bin guter Dinge. So, mal gucken, ob der Jackbird noch da ist. Da ist er noch. Da kenne ich auch momentan keinen Workaround, muss ich sagen. Früher war es mal so, da konnte man ins Mobiglas gehen. Ja, konnte sich dann hier auf der Star Map irgendwie was anderes anklickern. So, wenn sie dann da war, konnte man hier zum Beispiel auf Celine drücken oder dann da, Comoray. Und dann war irgendwann das weg. Aber irgendwie ist das jetzt gerade nicht so. Naja, irgendwann sehen wir es nicht mehr, glaube ich. Genau. So, das wird hier auf jeden Fall unser erster Startpunkt werden. So, das ist auf jeden Fall nicht unser Team. Denn wir haben uns alle das Outfit der Yellow Hands angezogen, damit wir auch gut erkannt werden. Und das kennt ihr ja schon. Das sieht natürlich so aus. Unser Geheimzeichen hier. Wisch. So, deswegen denke ich mal, ist das Team für die zweite Runde. In der Cutlass habe ich mich bereits verortet. Das ist soweit alles gut. Denn wir werden natürlich auch drauf gehen. Ich hoffe, wir werden keinen Crimestat kriegen. Hier kommen wir hoch. Das ist auch gut. Sehr schön. Denn wir haben natürlich auch einen Sicherheitsdienst. Ja, die fliegen hier oben Patrouille, werden jeden anschreiben und ansprechen, der hier auftaucht, der nicht zu uns gehört, werden jeden sofort abschießen, der hier versucht, irgendwie Mist zu bauen. Und die Leute werden natürlich uns auch verteidigen, wenn wir einen Crimestat bekommen. Logischerweise. So, was war das? So, Pharao, was ist los? Sich wieder festgequatscht. Genau, ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt auf das Rennen vor. Ich werde gleich nochmal zu jedem reingehen, nochmal kurz fragen, ob alles ready ist. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle gleich wieder, Freunde. Also bis gleich. Ich glaube, hier steht eine Freelancer, die hat sich schon richtig hier auf Mitte vom Kamm gestellt, oder sehe ich das hier falsch? Das ist bestimmt einer von den Securities, oder? Gehe ich mal von aus. Die richtig verteilt sind. So, wir müssen natürlich hier alles anmachen. Power on. Dann können wir auch eigentlich schon ins Remote gehen. Und wir machen auf jeden Fall schon den, was war das? Gyro-Mode, ne? Ja. Den Gyro-Mode an. Und dann kann das eigentlich losgehen. Jetzt warten wir auf Pharao und auf das Startsignal und dann startet die erste Runde. Da oben, der in Rot ist übrigens Fexy. Der hat einen Crimestat. Hat er mit Absicht gemacht, damit er gut zu erkennen ist, glaube ich. So, und hier sehen wir schon einen Nachteil. Leider, wir sehen halt überall schon die Marker. Das wird irgendwann nicht mehr so sein. Das heißt praktisch, dass irgendwann nur noch die Sachen sichtbar sind, die auch wirklich sichtbar sind. Und was hinter einem Felsen ist, ist auch nicht sichtbar. Logisch, ne? So, und das wird natürlich nochmal viel geiler werden. Irgendwann. So, ne? So viel dazu. Wir starten auf der Strecke, ne? Würde ich sagen. Oder hier, ja. Hier so. Genau. Ja, so hier am Rand so ein bisschen. Genau, an unserem Startpunkt. Genau. Hast du schon eine Idee, wo du lang willst? Wollen wir uns erstmal den rechten vorknöpfen oder wollen wir erstmal links fahren? Oder wir sollten ja eigentlich erstmal Avatar rauslassen, ne? Ja, dafür müssten wir rechts rum. Ich meine, Avatar kann natürlich auch einfach hier aussteigen gleich und schon mal oben auf den Kamm gehen und sich den rechten Rover vorknöpfen. Dann können wir nämlich, dann fahren wir nämlich rechts, knöpfen uns den auch vor und versuchen den dann auszuschalten. Ja, okay. Also du hast mit der Railgun, ist ja unsere Taktik, ne? Hast du praktisch keine Reichweite. Du musst nah ran, ja? Nah ran. Deswegen haben wir uns extra vorhin noch, als wir getrainiert haben, uns diesen Stein da ausgeguckt. Ne? Das ist eigentlich die ideale Position. So, da du jetzt gesagt hast, wir starten gemeinsam hier, müssen wir da einmal gleich kurz anhalten. Ja, wir müssen nur gucken, ob wir Zeit haben. Wenn wir natürlich unter Beschuss sind, dann können wir da nicht anhalten, ne? Dann müssen wir zusehen. Genau, oder? Ich weiß ja nicht, kann man aus dem fahrenden Fahrzeug... Ich glaube so, ja, kurz anhalten. Ne? Wir müssen halt nur gucken, dass wir die Klappen dann halt wieder zumachen. Ne? Die dürften halt nicht offen sein. Deswegen hätte ich gesagt, wir lassen ihn gleich hier raus und er macht sich zu Fuß auf den Weg. Ja gut. Also wieder genau zurück. Das, was wir eben schon hatten, aber... Aber wie gesagt, kein dann, Problem. Aber dann halt erst, wenn es dann losgeht. Ne? Also jetzt noch nicht, meine ich. Und dann kannst du ja mal gucken. Ich würde sagen, wir würden uns jetzt erstmal
Ich bin mir nicht so sicher. Oder wir fahren erstmal links und wir gucken erstmal, was die Rover machen, die da hinten. Ob die aufeinandertreffen oder ob wir. Das ist halt schwierig. Du entscheidest, du bist der Fahrer. Ich fahre rechts. Du fährst rechts, okay. Ja, genau, ne? Oder? Ne, ich fahre rechts. Ich fahre rechts. Oh, da wird schon geschossen. Zumindest schon mal keine Railgun. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das langweilige Schüsse sind. Also so langweilig Schuss. Ne, das ist irgendwann, hoffe ich mal, dass man das irgendwann mal so reinkriegt, dass Leute dann wirklich nur schießen, wenn es auch wirklich nötig ist, damit man auch wirklich weiß, oh, da ist jetzt was. Weißt du, so ja. Denkst du dir so, ja, wird bestimmt nur Spaß sein. Ja. Ich habe übrigens einen Jack Bird bei mir im Bildschirm, den Namen, und ich krieg den nicht weg. Ich habe Black Leader im Bildschirm und krieg ihn nicht weg. Ja, wieso hat jeder seinen, Begleiter dabei. Genau, seinen Schatten. Zitko, ich habe jetzt, du kannst ja von deiner Position aus keine Außenansicht leider machen, ne? Nee. Aber ich gucke jetzt gerade ins Cockpit und unser Gruß funktioniert auch, wenn du sitzt. Ah ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, da ich jetzt aufzeichne, können wir das ja einmal machen. Ne? Eins, zwei, drei. Ich auch. Nee, ich kann nicht. Ich bin ja im Turret. Ich bin ja im Remote-Turret, deswegen. Du hast aber, du hast es gemacht. Ach so, cool. Ah, geil. Weiter. War jetzt aber nicht synchron. Aber trotzdem geil. Dass das geht. Das sieht gut aus. So, Pharao, wo ist er? Man weiß es nicht so genau. Hast du schon ein Signal gesehen? Nee, da oben ist auf jeden Fall ein Schiff. Ich weiß aber nicht, ob das Pharao ist. Das ist Rich, unser Kameramann. Das wird Fexy sein. Genau. Aber Tar, steig du jetzt dann schon mal aus. Dann kann ich die Luke wieder zumachen. Jawohl. Und dann läufst du halt zurück, ne, zu unserer Stelle. Draußen. Okay. Die Luke ist noch offen. Soll ich sie zumachen? Jetzt ist zu, ne? Jetzt ist zu. Ja, wunderbar. Okay. Gleich ist wahrscheinlich unser Sprit alle. Gut. So. Bist du soweit, ja? Jetzt könnte gleich losgehen, Leute. Also seid ihr fertig? Wir sind fertig. Hau rein. Ja. Okay. Dann. Du bist aber noch nicht in Position, ne? Du bist noch nicht da drüber, ne? Ja, ich stehe ein bisschen weiter links, aber ich kann noch mal rüberfliegen. Das ist ja kein Problem. Du solltest mitten da auf diesen Kamm fliegen, wo wir gesagt haben, weil sonst sieht das nicht jeder. Wir zum Beispiel sehen dich gerade gar nicht. Ihr seht mich nicht? Ich sehe dich gerade nicht, nee. Ach doch, da oben. Oh, du bist zu hoch, glaube ich. Ja, dann fliege ich halt noch ein bisschen runter. Gut. Genau. Also wenn du uns sagst jetzt, dann ist doch dann Hauptsache, wir wissen Bescheid. Alles klar. 1, 2, 3, jetzt. Ja, ich habe zumindest was gehört. Sehr gut. So, auf geht's. Du willst also rechts fahren, ja? Ja, hatte ich gesagt. Cutlass Red, was haben wir da? Auch eine Cutlass Red. Morgensonne. Da ist er. Beweg dich, ja, stimmt, bewegen. Ja. Du schießt nicht mehr? Ich kann nicht schießen, warum nicht? Keine Ahnung. Boah, ich kann nicht mehr schießen. Hey, die Karre ist aus. Warum? Oh. Warum ist das Fahrzeug jetzt aus? Ich weiß nicht. Ah, toll. Ja, kann nichts mehr machen. Haben die so Waffen, wo die das mit ausmachen können? Das könnte sein, ne? Gibt's sowas? Gibt's doch gar nicht was. Neutronenwaffen, ja. Die kann das Fahrzeug ausmachen? Ja, weil, also wenn so ein Neutronen ist fast wie EP. Ja gut, aber damit kriegen sie uns doch nicht platt, oder? Tja. Weiß ich nicht, weil ihr kommt auf den FPS-Schütze. Bist du, was ist mit dir, Avatar? Bist du draußen? Ich bin draußen und bereit. Ja, dann hab schon den ersten MV4. Ja, nimm den Morgensohn hier. Hau ihn weg. Versuch das wieder anzumachen, das Ding. Kriegst du es wieder an? Nee, noch nicht. Jetzt. Schieß! Ja, warte, ich muss erstmal wieder ins Cockpit. Mach dich vom Acker hier. Ja. Ich kann nicht schießen, ne? Ich kann nicht schießen. Okay. Wir haben uns auch schon ganz schön ramponiert. Ja, hau erstmal ab. Ja. Erstmal richtig schön Gas geben. Ja. Da haben wir Glück gehabt. Schießen, ne? Keine Chance. Das ist ja krass, ne?
So, ich fahre jetzt hier rüber. Ja, aber wenn die natürlich nur so eine Waffe haben, dann werden sie natürlich nicht, aber wir werden auch nichts mehr machen können, ne? Ja, aber vielleicht kommt die Waffe wieder, wenn wir jetzt, Wenn du in der Außenansicht bist, siehst du die Waffe denn noch? Ja, beweg dich mal. Warte mal, ich stehe mal auf. Versuch du mal zu schießen. Oh, ich kann schießen. Alles klar, gut. Dann gehe ich nochmal rein. Ja. So, ihr kommt mir jetzt entgegen. Okay. Jo, ich kann auch wieder schießen. Perfekt. So, dann packen wir sie uns jetzt. Ja. Da dürfen wir nicht so nah ran, ne? Ja, ja, genau. Da müssen wir am besten auf Abstand bleiben. Ich sehe es aber gerade nicht mehr. Okay. Avatar, wie sieht es bei dir aus? Sieht gut aus. Ich habe eine gute Position. Hast du auch schon einen im Visier, oder? Euch. Nein, tu's nicht! Probeschuss. Oder kommt der Nächste? Der hat gar kein Licht an. Der Schweineköter. Oh, Licht, ja, pass auf, dann mache ich das Licht auch mal aus. Wenn einen das verrät. Ja, mach's auf jeden Fall aus. Ja. Oh, die haben abgekürzt. Meine. Die kommen euch entgegen. Ja. Die kommen euch quasi entgegen. Sind das die? Nee, das ist das Faxi-Team. Okay. Jawohl! Weg ist er! Ja, der Nächste! Nächste! Jetzt sind sie wieder! Jawohl! Ah! Assa! So, einer noch! So, wo ist er? Ich bin heiß! Noch sehe ich keinen. Wie sieht's bei dir aus, Avatar? Kommt keiner im Moment. Ist eine Razor. Was haben wir da? Cutlass. Oh, jetzt kommt einer. Ja. Nox. Bei Avatar kommt einer? Ja. Okay. Okay, dann... Und wo? Im Uhrzeigersinn? Gegen den Uhrzeigersinn? Oh. Wolfgang? Avatar? Gegen den Uhrzeigersinn, so wie ihr eben auch gefahren seid. Okay, das heißt, der folgt uns jetzt im Prinzip, oder? Nee, der ist euch weit voraus. Okay, dann ungefähr halbe Strecke, also. Halbe Strecke. Ihr seid jetzt an der Kammende und die genau. Waren auch genau. Am Kamm. Okay, dann. Okay. Sie haben euch aber bald ein. Also wir waren beide am Kammende und die fahren gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wir könnten jetzt. Sollen wir entgegenfahren, Ditko? Wenn das erlaubt ist, dann habt ihr. Du kannst, ja. Wir können überall hinfahren. Gut, dann fahren wir hier rüber jetzt. Achtung. Kann Solo, wer ist es ja nicht? Ich fahre jetzt langsam hier rüber. Ja. Das wird vielleicht erstmal gucken. Siehst du was? Ja, da unten kommen sie. Ja, ich sehe sie. Kannst rüberfahren. Okay. So. Oh, der Miskettergun, die hat eigentlich nichts auf der Rippen auf die Entfernung, oder? Fahr nicht zu nah ran. Naja. Die hauen ab auf jeden Fall. Ja. Hinterher? Fahren wir hier? Nee, nee, fahr hinterher. Okay. Ich will jetzt nicht unbedingt noch umfallen oder so. Ja. Was war das? Ich weiß nicht, ob sie das waren, aber ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Ich weiß nicht genau. Nee, da hinten sind sie. Wo sind sie? Siehst du? Nee. Geradeaus, habe ich gesehen. Genau auf 12 Uhr. Hast du den Rover gesehen, oder? Ja. Zumindest war da ein Bodenfahrzeug. Das kann eigentlich nur der Rover sein. Okay. Da hinten. Ah ja, ich sehe. Oh, da kommt einer in meiner Richtung entgegen. Oh. Oh nee! Warum? Ah! Oh, jetzt aber schnell wieder aufrichten. Karre ausmachen und versuchen wieder hochzukommen. Kommen. Langsam. Karre aus. Und an. Nee. Und dann gleich nochmal. Aus. Oh nein, ey, das wäre jetzt echt doof, ey. Ja.
Die haben mich abgeschossen, die Schweine. Was? Und, wie sieht's aus? Tot. Jetzt. Richten wir uns auf? Ja. Sehr gut. So, jetzt wieder weiter. Jo. Geht die Knarre? Ja. Gut. Ja, ja, die pass geht auf, ja schon also richtig. Umfallen wäre jetzt echt... Ja, das wäre doof. Das wäre richtig doof. Das wäre das Doofste. Aber die Runde geht ja schon richtig schön lange, ne? Achtung, ja, Zentrum! Ja. So, ich fahre jetzt hier, darf ich denen nicht zu nahe kommen. Ja. Jawoll! Leute, Finale! Finale, Freunde! Geil! So! Und keiner von denen hat eine Scattergun. Eine Railgun. Eine Gatling. Gut, dann können wir wieder zu unserer Red zurückfahren. Ja. Und sind eigentlich mit der ersten Runde durch. Pharao, kannst du kurz zu den Schiedsrichtern gehen, sagen, wir sind durch, müssten sie ja eigentlich gesehen haben. Und dann schon mal nochmal in jedes Team sagen, ist vorbei. Müssten sie aber eigentlich wissen. Wo möchtest du denn jetzt lokalisiert sein? Ich würde jetzt praktisch erstmal, ich würde wahrscheinlich, ja, wie machen wir es jetzt am besten? Ich steige jetzt mal aus. Ja, ich meine, in welchem Kanal? Wo soll ich dich hinschieben? Du kannst mich erstmal hier lassen, geh jetzt erstmal ganz kurz praktisch in die anderen Kanäle und sag, dass das Rennen, das erste Rennen ist jetzt durch. Ganz kurz nur Bescheid sagen. Die zweiten sollten auf ihrem Platz sein, weil hier zum Beispiel an der dritten Team-Dings, da steht noch gar keiner. Da sollte ja eigentlich schon die nächste Runde stehen. Und, ja, vielleicht haben die sich irgendwo anders versammelt. Also genau. Da gucke ich nochmal. Das sollte nochmal klar sein. Ich habe die alle hingeschickt. Ja, ne? Ich habe die alle dahin geschickt, wo sie hingehören normalerweise. Muss ich gucken, ob die das auch richtig. Genau, du hast das Prinzip verstanden, ne? Auf dieser Tabelle von oben nach unten 1, 2, 3, 4. Und auf der anderen Tabelle Team 1, 2, 3, 4 ist dann 1, 2, 3, 4. So ist es. Das Prinzip habe ich verstanden, super. Aber das kann man immer schwer vermitteln, wenn die anderen nicht verstehen. Ja. Genau, dann mach das kurz, aber wie gesagt, halte ich kurz und... Ich gehe jetzt Schiedsrichter, komme dann gleich wieder. Genau, perfekt. Super, Freunde. Das heißt, wir sind automatisch im Finale mit dem letzten Team, was dann überbleibt. Das ist geil, oder? Ja. Ich sag auch nur. Super. Zack ist das, nämlich. Genau, ich würde sagen, ihr beide, ihr kümmert euch jetzt primär erstmal darum, um einen zweiten Rover anzuschaffen, genau. Gut. Das ist erstmal eure Aufgabe jetzt. Letztendlich könnt ihr euch dann auch wieder hierher begeben. Wir bleiben einfach hier. Okay. Gut. Ein Schiff wäre nicht schlecht. So, ich habe übrigens einen Crime-Stat von 3. Mal so nebenbei. Ich habe keinen. Na, schön. Aber ich würde aus Solidarität mitkommen. Weil ich wahrscheinlich, ich geballert habe, bin ich wahrscheinlich der Gelackmeierte. Ich jetzt auch. Ach, das ist ja deine 50er jetzt hier. Ach, schade, dass du mich nicht mitnehmen kannst. Nee, leider nicht. Ich frage Pharao, der soll mich da im Hinten hinjuckeln und, ne? Genau, wir gucken uns jetzt das ganze Geschehen mal von oben an. Das zweite Rennen, werden uns mal so ein bisschen in die Lüfte begeben. Und schauen mal, was so geht. Und dann werde ich mich gleich auch nochmal in andere Kanäle ziehen lassen. Dann werden wir mal reinhören, was die anderen so sagen. Ich bin mal gespannt. Weil erstmal machen wir uns jetzt hier mal auf. Ich sagte, wir machen uns auf. So. Jetzt müsste es gehen. Muss er anmachen. So, also, aufpassen, Leute. Geht los, ja? Ja, du kannst aufpassen, für die anderen geht's jetzt gleich los. Ich hau jetzt das J raus. Sehr cool. Bist du in deiner M50 und guckst rum? Ich bin in meiner Razer und guck runter, ja. Oder Razer, alles klar. Alles klar, ich hau los. Hau los. 1, 2, 3, ab die Post. Tut's nicht. Doch. Ich hab nichts gesehen. Aber muss ich auch nicht. Aber gehört hast es doch. Gehört habe ich's, ja. Ja. Aber ich sehe dich auch gerade gar nicht, muss ich sagen. Ich bin auch wieder ziemlich weit oben, weil ich versuche das hier ein bisschen in
Also hier die Rover fahren nicht los, die haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Soll ich nochmal vielleicht ein bisschen runterfliegen oder was? Ja, ja. Das ist glaube ich besser. Wirklich über den Kamm, das ist nicht zu weit oben. Ich weiß gar nicht, wo bist du denn? Im Orbit. Oh ja, du bist viel zu weit oben, Pharao. Okay, ich kann das hier nicht so, ich kann das so schlecht abschätzen, weil... Selbst jetzt bist du noch zu weit oben. Okay. So, weiter noch. Noch weiter. Und die Scharren... Da fährt doch schon einer. So, kannst du, ja, jetzt hau raus. Los. Da fährt doch einer. Ja, hau raus. Ich hau noch einen raus. Okay, alles gut. Jetzt sieht man es. So, gut. Jawohl. Ja. Das ist mein Startsignal. Jetzt hat Cedar gehört. Ja. Jetzt fahren sie auch alle los hier. Ja. Ja, ich meine, die müssen ja nicht losfahren. Die können ja auch warten, da bis einer vorbeikommt. Übrigens, die haben tatsächlich eine Waffe benutzt, um euch die gesamte Energie zu klauen. Dann, ja, krass. Aber die hatten keine, um uns down zu machen. Ja, das wollte eigentlich Volt mit seiner Railgun machen. Da wollte er rausspringen und dann mit der Railgun. Nicht schlecht. Aha, ja, cool. Na, gute Idee. Und was war das? Was aber war dann, das? Dann hätte ja Avatar ihn glatt machen können. Der erste war tot. Explodiert. Der hat aber da losgeschoben. Die 600i macht ein bisschen Feuerwerk hier noch zusätzlich. Sehr schön. Das ist Fexi da vorne wahrscheinlich. Ja. Jetzt das nächste Duell. Ach, es wird langsam wieder Tag. Sehr schön. Wieder Energiewaffen, die anderen haben glaube ich Laser-Repeater, wie das aussieht. Oh! Ja, krass. Nummer 2 oder was? Ja. Jetzt sind noch 2 im Spiel, ne? Ja, dürften noch 2 im Spiel sein, ja. Da hinten fährt er rum. Ich sehe einen, ich sehe den anderen, ja. Wo ist der andere? Der ist hinter dem Kamm auch oben noch, der wartet da. Irgendwo. Oben auf dem Kamm? Nein, der eine fährt jetzt über den Kamm rüber und der andere ist geradeaus weit. Jetzt schießt er auf ihn. Ah ja, ich seh's. Der hat da oben gewartet, der hat gekämpft. Ist das geil, ey. Kann das sein, dass das eine so ein Emerald-Truck ist? Welcher hat jetzt wen weggenutzt? Der Emerald hat den anderen weggenutzt. Der praktisch vorher über den Kamm gefahren ist? Der oder? Grüne, genau. Der Grüne... Grüne ist der Sieger. War's. Kannst du Bescheid sagen? Im Finale. Alles klar. Ja, ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber... Ja, das weiß ich auch nicht. Kannst du scannen? Kann immer einer scannen? Also ich kann den nicht scannen. Ich scanne mal. Ja. Das ist Captain Zero. Nee, echt jetzt? Ja. Nee, echt jetzt? Buh. Nein, gut. Ich freue mich. Gut, ich gehe Bescheid sagen. Ich gehe mal erstmal zu den Gewinnern. Genau. Rüber, ja? Und du kannst jetzt auch jedem Bescheid sagen, dass jetzt alle, die rausgeflogen sind, sind jetzt praktisch für den dritten Platz. Für die nächsten. Genau. Genau. Jeder soll sich jetzt praktisch so ein bisschen verteilen. Ne, dass man ein bisschen Abstand hat und dann geht's los. Wir können jetzt halt nicht bei 6 Leuten, ne, müssen wir halt sehen, wie wir dann losstarten. Aber jeder soll sich so ein bisschen verteilen. Vielleicht, also, dass die Leute sich erstmal an den Teampunkten verteilen und ja, die anderen zwei, die starten dann irgendwie mittig oder sowas. Ja. Ne, irgendwie okay. So. Ja, okay. Du machst das. Ja, alles klar. So. Sehr, sehr geil. Das war doch auch mal wieder ein... Aber das ging schneller, ne? Muss ich sagen. Also zumindest kam es mir schneller vor. Ja, ich glaube auch. Ne? Ja, die haben sich schneller getroffen, ne? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Kennt ihr Roger Wilco? Ja, ne? Kennt den nicht. Was? Habt ihr nie Space Quest gespielt? Ich nicht. Boah, das war so geil. Bin ich jetzt... Nein, weiß gar nicht. Du bist immer noch cool, aber... Nicht mehr cool. Nur noch halb cool. Halb cool.
Halb. Guckt euch das an. Oh, das ist so geil. Avatar, ist das jetzt deiner, der da gespawnt ist schon? Nein, ich muss ja erst claimen. Ja? Was, ah, ja, okay. Was die Schiffe mittlerweile auch richtig gut drauf haben, ist, man merkt richtig die Kraft und die Power und das Gewicht, was dahinter steht. Ne? Wie die 600i jetzt da landcruist, das ist einfach, das glaubt man einfach. Ne? Das ist einfach so ein richtiger Pott. Ne? Jetzt, naja gut, es gibt natürlich noch pötterige Pötte, aber das ist trotzdem schon ein größeres Schiff. Ne? Und das sieht man auch. Und das finde ich auch schon echt auf top. Pet 1 ist er. Super, danke. Was übrigens auch witzig ist, Zitko, die Leute stehen hier Schlange, ne? An dem, oh, ich habe einen Fehler gemacht. An dem Pad. Warte mal. Lass uns stehen, bitte. Ich muss mal gucken, ob da diese Kanonen drauf sind. Sind sie dran? Sind dran. Ja, habe ich klar. Gesehen. Ja. Wunderbar. Gut, dann kannst du jetzt mit der Red zurückfliegen. Ich komme mit dem Rover, ne? Alles klar. Die anderen Teams haben sich übrigens hier auch organisiert. Die sind hier mit Transportschiffen da und fliegen die Rover rüber. Auch nicht schlecht, kann man natürlich auch machen. Ne? Ja. Wir hatten ja auch überlegt, ob wir eine Freelancer Max nehmen, aber die ist halt momentan, naja, geht. Haben wir ja probiert, das hat ja gar nicht geklappt. Deshalb ist ja Röttis Rover nicht weg. Spawnbar. Weg, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal wieder runter. Denke ich mal. Werde mich dann gleich, wenn Pharao durch ist mit seiner Tour, müsste gleich soweit sein. Ja, der Arme, der hat wirklich. Ich wollte. Der hat Arbeit, ja. Der hat Arbeit, ja. Normalerweise ist es immer ganz gut, wenn man zwei solche Leute hat, aber dann ist es noch schwieriger, das zu organisieren, wer sich dann wo aufhält und wer was macht. Ja, dann muss er durch jetzt. Ne, macht er wahrscheinlich nicht normal. So. Hier gehen wir mal runter. Würde ich sagen. So, das Problem ist so ein bisschen, dass wenn wirklich ein Kopfgeldjäger kommt, ja, dann wird der uns so oder so sehen. Egal, ob wir in einem Schiff sind oder zu Fuß, der Marker ist halt da, ne, auf unserer Person. Ja. Und deswegen sind wir, wenn wir draußen sind, zu Fuß, sind wir natürlich, naja, ein leichtes Ziel. Ja, aber deswegen müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es passiert nichts. Oh, da ist was explodiert. Ja. Und zwar ist das Fexi gewesen, Sitko. Das ist doch der Jonathan. Der hat gerade auf Sitko, glaube ich, geschossen. Was hört ihr auf jetzt ab? Ja, komm zu mir. Ich bin dran. EMP lädt. Sitko wurde gerade beschossen. Ja, das war doch dieser Jonathan. Armin. Scheiße. Sitko ist gut und im Knast. Ah. Oh. Und ich hab's noch gesagt, weil der da unten die ganze Zeit rumlief, ey. Aber dann müssen die Leute da unten doch auch mitspielen und was sagen. Die hätten doch auf den schießen sollen. Ja, vor allem die waren doch alle da unten. So, Freunde, wir sind zurück. Ich habe wieder eine Razer gespawnt. Die kriegt man hier zum Glück auch an der Shubbing Mining Facility. Ja, wir wurden tatsächlich von Kopfgeldjägern zerlegt. Mittlerweile geht es hier auch gut ab, muss ich sagen. Denn hier spawnen Sachen, die, die scheinen ein bisschen Unheil zu bedeuten. Wie zum Beispiel da unten die, eine Ballista. Ne? Keine Ahnung, was man hier mit einer Ballista will. Ich hoffe, der kommt nicht zu uns. Gut, wir sind gerade dabei, mit Pharao zusammen in die Kanäle zu gehen und mal so ein bisschen durchzufragen, wie es den Leuten so ergeht. Wir sind immer noch kurz vor Rennen Nummer 3, wo 6 Rover gegeneinander antreten. Und ich würde sagen, Pharao, wir setzen unsere Reise fort, oder? Machen wir. Dann geht es jetzt in die unendliche Weiten. Crew 323, 1. Alles klar.
komplett falsch geschrieben. F-H-E-X, okay. So, ich glaube, Pharao hat mich hier nur kurz zwischengeparkt. Hier richtig, Mann, Mann, Mann. Pharao, Mensch. Ja, die Discord ist so groß, ich kann nicht nur hier Bröckchen, weil ich kann nicht nur in den Tappen rüberziehen. So, wie geht's euch, Leute? Alles gut? Ganz kurzen Moment, ich habe jetzt gerade den Rover geholt. Unser dritter Mann fehlt jetzt noch. Ja. Müssen wir jetzt gleich mal starten oder wie viel Zeit haben wir? Ihr habt noch ein bisschen. Was heißt denn, er fehlt? Wo ist er denn? Ich bin rausgefallen komplett und ich komme mit rein, Servers full. Ah, okay. Hm. Ja, ist natürlich hatten dann so ein nicht, bisschen... Hatten wir nicht noch ein paar Dummies? Oder ein oder zwei Dummies? Wer war denn das? Ich war das unter anderem. Okay. Nee, ausgerechnet. Passt natürlich. Ja, jetzt fahren die zwei und ich bleib halt weg, ganz einfach. Genau, das gleiche Problem hat ein anderes Team auch, dass fällt dann einfach der FPS-Schütze weg. Ne, das, genau, Hauptsache, man hat den Fahrer und den Gunner, das sind der FPS-Schütze reicht, ist genau. Natürlich auch ganz nice, aber ich glaube, die anderen beiden sind da schon wichtiger. Ja. Ne, das ist dann leider aber, so. Deswegen ist ganz gut, wenn man zu dritt ist. Sitko, die nicht mitgemacht haben, die kriegen doch auch kein Geld, oder? Ist egal, ich verzichte dann drauf. Das ganze Team kriegt Geld mit Pharao. Ja, natürlich. Ja, ihr kennt Pharao nicht. Ach, ich bin da nicht so. Ja. So, ich hoffe, das ist hier noch eine Red, die hier steht. Gut, Pharao, wir ziehen weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück um den dritten Platz. Es gibt auf jeden Fall noch ordentlich Kohle. Wir haben insgesamt jetzt einen Topf von 48 Millionen Euro, Leute. Geil. Ne? Das ist wirklich, das ist eine 890. Schon fast. Oder ich weiß geil. Nicht, wie teuer ist eine 90 in-game. Ach, da kriegst du schon drei für. Ah, ne? Ja, ja, nice. Schon was. Ja, cool. Genau. Also schränkt euch an, dritter Platz kriegt auch noch ordentlich was. Genau. Ja, das ist cool. Ja. Dann was Spaß. Dann weiter. Genau, achtet auf die Flares. Pharao wird dann nochmal kurz durchgehen und dann geht's los. Ja. Super, dann ziehen wir weiter. Bis denn, ne? Was war jetzt? Da sind wir. Unsere Power ist low. Hallo. Na, seid Hello. Ihr soweit? Hello. Seid ihr ready? Warten wir kurz, unser Fahrzeug ist gerade ausgefallen. Vielleicht ist Sprit alle. So, ich wollte auch, wie gesagt, nur kurz mal Hallo sagen. Wollte mal fragen, ob alles gut ist, ob ihr soweit ready seid, an eurem Standort seid, ob ihr irgendwas braucht. Wir sind am Standort, aber... Unsere Power ist low. Was will das, das ist schon wahrscheinlich die Komponenten-Degradation. Ja, hat sie lange angehabt. Ja, das Ding ist, ich kriege auch keine Power gerade her. Ja, ja, dann würde ich sagen, holt euch noch einen neuen. Das ist, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja? Okay. Aber genau. Dann. Und was wir brauchen, wäre vielleicht gleich beim Rennen ein bisschen Luftunterstützung. Ja, kein Problem. Das nennt man Cheaten. Sowas nennt man Cheaten. Naja, das müsst ihr unauffällig machen, Mann. Okay, alles klar. Wie viele Millionen stehen denn da zur Debatte? Was gibt es da für den dritten Platz? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, ich weiß gar nicht, das muss Pharao mal ausrechnen. Insgesamt haben wir 48 Millionen. Quatsch. Ja. Nee, echt jetzt. Ja. Ohne Scheiß. Alter. Ohne Scheiß. Ja. Oder kriegen wir auf dem dritten Platz ja 30 gleich. Aber mindestens 33, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ja. Wir gehen weiter. Ich wünsche euch viel Erfolg. Auch genau. Wir sind durch, oder? Wir gehen dann wieder in unser Racing-Team, würde ich sagen. Lass uns mal noch eben hier kurz bei den anderen beiden Bescheid sagen. Ne? Ja, genau. Ja. Gehen wir durch. Sonst fühlen sich noch benachteiligt. Nein, alles gut. Urlaub, aber wieso spielt der Ark und ist nicht bei uns dabei? Das verstehe ich nicht. Hallo. Ja. Hallo. Alles gut bei euch? Servus. Ja, wir hängen hier rum und warten, dass endlich weitergeht. Ja, habt ihr gerade noch ein Schiff zerlegt, oder? Nee. Ja. Nein, wir haben gefragt, was da explodiert ist. Wir sind hier bei den Schiedsrichtern. Ach, bei den Schiedsrichtern. Ja, bei den Schiedsrichtern. Ja. Na, aber vorher habe ich da hinten irgendwie so fette Explosionen gesehen. Was war denn das bitte? Ja, da hat das Sicherheitsteam, glaube ich, eine Carrick weggenatzt. Ich denke mal schon, auf einmal hat der Bildschirm mal kurz gewackelt, gell, so wububu. Genau, es werden jetzt noch ein paar Rover kurz erneuert und dann geht es gleich weiter. Viele sind schon ready,
Nur es gab jetzt noch ein paar Probleme und dann geht es auch gleich weiter los. Ja, wir haben schon diskutiert in der Zukunft, wenn wir dann das Tankschiff, also den Starfahrer hinstellen können, einen Vulkan und einen richtigen Boxenstopp machen können. Ja, vor allen Dingen auch geil. Essens- und Getränkestände. Genau, wir brauchen so eine Octopus, nicht Octopus hier, wie heißt die? Kraken Dingsterbums mit den ganzen Geschäften drauf, wo man alles drin ist. Eine Merchant Man. Oder ich stelle mir, stell mir das schon wieder vor, wenn du die Getränkestände alles und da stehst und irgendein so Todel, der was angesoffen ist, rammt mit die Schiffe mal komplett alles weg. Genau, und dann gibt's so eine besoffenen Schlägerei. Und natürlich immer alles live, gell? Okay, Leute, ihr seid auf der Hut und passt auf, ich komme kurz vorher nochmal vorbei, sag Bescheid, dass ihr dann auch ein Auge auf alles habt, ja? Genau. Ja, alles klar. Alles klar. Wir gehen hier wird geschossen, Leute. Bei den Cutlass Reds, bei den beiden grünen Reds. Bei den beiden grünen Cutlass. Der hat eine Aurora. EMP ausgelöst. Sicherheitsdienst. Hab ihn. Ja. Also sie haben ja richtig viel zu tun. Ja wir haben richtig viel zu tun. Habt ihr ihn erledigt? Oh, ja, erledigt. Ja, Jonathan Joestar ist weg. Alter, ihr seid so geil. Aber es ist ein guter Job, ne? So, ey, ohne Mist, wie wichtig ihr seid, ne? Wir haben richtig viel zu tun. Es ist so viel los hier. Wir hatten gerade den Carrick. Also, es ist echt die Hölle. Freunde, das wird wahrscheinlich, dass die werden. Wir haben viel zu wenig Leute. Ne? Also, ihr werdet auch entlohnt werden, Leute. Ja, ja, ihr werdet entlohnt. Wir haben gut. Insgesamt 48 Millionen. Ihr werdet da auf jeden Fall was von abkriegen. Boah, geil. Sorry, Sinko, dass das bei dir vorher nicht funktioniert hat. Du, das ging so schnell. Ich hatte da manchmal schon Glück zu fliegen. Wir hatten da ein anderes Problem, weil wir halt nicht wussten, ob noch irgendwie hier Zuschauer von Faxi kommen. Ja, genau. Wussten wir nicht, ob der dazugehört oder nicht. Und dann hat er sich sehr komisch verhalten. Ich konnte ihn nicht anhalen, weil meine MFDs mal wieder rumspinnen. Was heißt und Skywalker committed aggressive assault against you? Ach, du musst die Dings annehmen hier. Crime-State annehmen, abnehmen. Was annehmen? Mit dem Crime-State hier, diese Auswahl ist aber das doch, oder nicht? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich steh doch hier einfach nur so rum. Warum denn? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Nee, ne? Ich hab den Typen noch runtergeschossen. Ja, die Security hat im Übrigen schon ordentlich Crime-State. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, aber gut, Leute, ihr macht das alles super und haltet die Ohren steif. Ja. Kriegen wir hin. Genau, wir ziehen weiter. Ihr macht es auf jeden Fall echt mega gut. Ja. Danke euch. Ja. Gut. Wo wollt ihr jetzt hin, Zitko? Wenn wir durch sind, dann wieder in unser Rennteam, würde ich sagen. Der Moderator hier. Geht gleich weiter. Also es werden jetzt noch ein paar Leute, werden jetzt noch ein paar Rover ausrüsten. Es müsste aber jetzt in den nächsten 5 Minuten losgehen. Alles klar. Ne? Alles klar. Super. Rötti, hast du Sehnsucht oder was? Ja, ich wollte mal wissen, was los ist hier. Zitko, der Rettiger hin und her macht Zeichen, aber ich höre nichts. Er hat Sehnsucht, Rötti hat Sehnsucht. Ui, ui, ui. So ist das. Ja, wir kommen jetzt. Komm, Ruhe halten hier. Hackengas, tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Jo. So, also, es kann gleich losgehen, Leute. 1, 2, 3:15. Oh, wieder sehr hoch. Nee, aber das ist okay. Ich glaube, das müsste okay sein. Fahren Sie alle los? Da, es sehe ich auf jeden Fall welche, die losfahren. Bei uns fährt, glaube ich, keiner los da an der Ecke, ne? Nee, hier war auch keiner. Echt nicht? Okay. Nee. Das ist unser Rover, sonst ist keiner da. Na gut, dann haben sie sich wahrscheinlich woanders positioniert. Da hinten fahren 2 los, alles klar. So, ich hoffe, die ballern jetzt nicht unsere Rover ab, weil sie denken, wir sind auf der Strecke. Sieht hier oben so ein bisschen aus wie kleine Ameisen. Oh, da kommen so 2. Ah, 3 Stück sind wir jetzt hier. Ja, momentan ist es ja wie gesagt so, dass man noch die Marker durch die Canyons sieht. Das wird irgendwann nicht mehr so sein. Da wird das wirklich nur sein, wenn man wirklich auf Sicht ist. Und das ist natürlich eine geile Sache. Ja, das wird ziemlich gut. So, da unten wird sich beschossen. Kann ja mal runtergehen ein bisschen. Avatar, halt deine Temperatur im Blick, ne? Der erste ist weg, glaube ich. Oh, der erste ist schon weg? Ja, der erste ist geplatzt. So, die haben sich jetzt so ein bisschen... Der nächste kommt und verfolgt den. Oh, da hinten, los? Ja. Die haben wieder einen Showdown. Ich glaube, der ist über einen Stein gefahren.
hat er ganz. Ah, hier wieder zwei Rover, die sich bekriegen. Der eine hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Laser Cannons drauf. Der andere Scatter Guns. Ich bin mal eben kurz bei den Schießrichtern drüben, ja? Ja, klar. Also aus Reichweite. Ja, es ist immer ganz gut, in Bewegung zu bleiben. Ne? Das ist wirklich eine gute Taktik. Man merkt übrigens, wenn der Rover langsam den Geist aufgibt, dann gehen die Türen auf. Ja, das ist schon mal so ein Indiz dafür, dass das langsam zugrunde geht. Obwohl, das sind Scatterguns, ne? Ja, ja, das sind Scatterguns auf jeden Fall. Das sind Scatterguns. Die müssen sehr nah ran. Mhm. Sonst machen die nicht wirklich Schaden. Aber wenn sie da nah dran sind, dann machen sie wirklich richtig, richtig Dampf. Dann öffnen wir die Verfolgung auf. Ja, der Ursa Rover hat leider keinen Boost. Aber was heißt leider? Ich meine, könnte der andere ja dann auch benutzen. Aber er ist knapp dahinter. Er haut dahinter her, nimmt die Verfolgung auf, aber mit den Scatterguns wird er von der Entfernung da nichts reißen können. Und der andere, der hat, ja, der könnte wahrscheinlich, wenn er gut trifft, wird er wahrscheinlich das für sich entscheiden. Würde ich jetzt mal tippen. Aber er, richtige Entscheidung hier, auch nicht stehen zu bleiben auf jeden Fall. Das wäre durchaus tödlich. Muss auf der Entfernung bleiben und muss jetzt den Rover hier ins Visier nehmen. Ja, jetzt dreht er ab. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass er da nicht weiterkommt. Der ändert die Taktik. So, da geht's auch ab irgendwie. Zumindest, ich glaube, gerade eine Railgun gesehen. Eieiei, der liegt auf der Seite. Das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht. Da ist man dann wirklich nur noch Opfer. Ey, was ballert denn die? Was schießt denn da hinten? Ja, das ist die Cutlass hier. Ist doch gar nicht. Wo ist eine Cutlass? Bei uns, an unserem Standort. Da ist eine grüne Cutlass und die ballert, ja. Okay. Aber die gehört eigentlich zu uns, habe ich vorhin schon geklärt. Dann dürfte da eigentlich nichts passieren. Hm. Vielleicht ist das einfach irgendeiner, der meint, er müsste jetzt ein bisschen rumschießen hier. Ja, der Rover liegt auf jeden Fall auf der Seite hier und wird, glaube ich, von irgendeiner Railgun beschossen, aber ich sehe den nicht. Also es kann natürlich irgendein FPS-Schütze sein, der irgendwo jetzt in den Bergen versteckt ist. Aber auch der Rover da hinten hat schon das Ziel aufgenommen. Der ist weg. Er könnte eigentlich ein bisschen näher ranfahren, aber er traut sich wahrscheinlich nicht. Denn man weiß ja auch immer nicht, wo der FPS-Schütze sitzt, ne? Hm. Der kann halt mit einer Railgun mal ganz schnell hier ein Ende setzen. Aber er sollte eigentlich ein bisschen näher rankommen, denn das von da hinten ist ja jetzt auch... Kann man machen, aber... Fexi will den auch schon anstupsen da hinten. Ah, ich glaube, das ist das Team von Volk. Oh, da kommt was angeflogen. Eieieiei. Ah, da ist der FPS-Schütze. Ich sehe ihn. Da unten läuft er. Ja, jetzt haben sie ihn auch gesehen. Ah, noch lebt er. Oh, da war aber der andere FPS-Schütze. Ich glaube, der sitzt da oben irgendwo. Die Jungs, die geben sich hier wirklich keine Gnade, wie ich das sehe. Aber er lebt noch. Ah, jetzt muss ich Wolfs Team auch wieder davon machen, denn wenn der Typ mit seiner Railgun abzieht, dann war's das. Da geht nicht mehr viel dann. Ja, da steht er. Ja, aber das Team von Wolk versteckt sich gut hinter. Ah, der andere Rover hat sich wieder aufgerappelt. Geht jetzt zum Angriff über. Eieieiei, jetzt geht's ab. Ja, okay, aber ich denke mal, das wird schlecht ausgehen für Wolfs Team. Denn die haben halt wirklich nur wie heißen sie nochmal? Distortion? Nee. Scatterguns. Nee, die Schilde down machen, meine ich. So eine Art Disruptor sind das. Genau. Distortion Repeater. Genau, ja. Die machen halt einfach keinen Schaden. Die machen halt den Rover aus. Wahrscheinlich ist das jetzt auch gerade passiert. Obwohl, noch kann er sich bewegen.
Und noch leben sie auf jeden Fall. Ja, und die haben die Scatterguns, ne? Ja, das ist... Na, er muss jetzt einfach auf, voll auf Ganze gehen, aber er weiß es wahrscheinlich. Er weiß genau, dass diese Distortion Repeater einfach keinen Schaden machen. Ne? Aber auch der FPS-Schütze ist immer noch da und feuert auf den Rover von Volk. Oh, da sind zwei sogar. Wahrscheinlich ist das der vom anderen Team. Oh, ja, ich glaube, das war's, oder? Oder haben sie den FPS-Schützen weggenutzt? Wie es aussieht. Das war ein Volltreffer. Ich glaube, das war der Granatlauncher. Wow, da hat er aber richtig gut getroffen. Also nicht der Granatwerfer war das. Ja, krass. Hat er dann mit einem Schuss hat er den weggemacht. Nicht schlecht. Da hat aber einer geübt. Ja, da müssen sie sich jetzt was einfallen lassen. Der andere Rover ist weg. Der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes aus den Staub gemacht. So, ich weiß aber gar nicht, wo der jetzt ist. Mal gucken, wie viele noch im Rennen sind. Hier haben wir auf jeden Fall einen. Der ist hier bei uns. Ah ja. Ja, keine Ahnung, warum er nicht zum Angriff übergegangen ist. Vielleicht konnte er nicht. Doch, eigentlich schon. Er ist halt vorbeigefahren und ist dann weitergezogen, ne? Aber... Ja, nur du hattest ja auch das Problem, dass du nicht schießen konntest. Doch, die haben geschossen. Ah ja, okay. Die haben geschossen. Wir konnten ja nicht nur schießen, wir konnten ja gar nichts mehr. Wir konnten auch nicht mehr fahren. Sind jetzt hier... Vier Stück sind, glaube ich, ausgeschieden schon. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann sein, ja. Auf jeden Fall sind noch zwei mindestens drin. Da ist er. Da fährt er. Und die anderen sind wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Ja. Ja. Jo, da fahren sie, genau. Die kreuzen sich gerade. Ja. Ah, die müssten sich eigentlich sehen. Ja, hat er auch. Der eine hat angehalten. Wissen wir, welches Team das ist, Sitko? Ich glaube, dass eine ist Volk. Volk? Genau, das ist Volk. Warte, ich kann ja mal scannen. Dann siehst du auch gleich, wie viel Schaden der hat. Aufschalten müsste auch gehen. Ach, das ist Hellboy und Argyle. Okay, wie viel Schaden? Crimestead 2 und Schaden sehe ich gerade nicht. Life Science wird nicht angezeigt. Obwohl doch, da, auf der anderen Seite. 94 haben die noch, also die haben noch ordentlich. Ja, aber ist klar, ne? Die Distortion, die machen halt einfach keinen Schaden. Ja, und das war's. Ist, ne? Ja. Das ist halt, gute Taktik, auf jeden Fall mit den Distortions, aber da muss dann noch was dahinterher kommen, glaube ich. Das alleine reicht halt, glaube ich, nicht. Ich denke mal, das war's, oder? Das war jetzt Volk, der geplatzt ist. Ja. Okay. Und ich denke mal, das Team von Hellboy, Argyle, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Argyle. Richtig. Die haben den dritten Platz belegt. Ja. Oder? Wie sieht's aus? Frag mal die Schiedsrichter. Ja, ich gehe mal rüber und frage und sag Bescheid. Jo. Sehr, sehr geil. So, und dann können wir uns jetzt bereit machen für unser Finale, würde ich sagen. Jawohl. Yes. Ich sitze schon am Steuer. Wir können so losfahren. Gut, ich komme. Sehr schön. Ist in der Kiste kalt. Es war tatsächlich Argyle, der gewonnen hat. Die anderen sind alle weg. Ja, sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch, Argyle und Team, zum dritten Platz. Ja. So, wir gehen runter. Herzlichen Glückwunsch. So, Freunde, wir sind zurück. Die gegnerische Rover ist nun bereit. Pharao klärt jetzt noch die letzten Einzelheiten, steigt dann in die Höhe und wird den Signalschuss abgeben, dass wir starten können. Ich werde die Waffen testen. Alles super. So, ihr seid auch bereit? Jawohl. Wie machen wir das? Bleibst du einfach wieder hier oder... Ich habe eine Idee.
was hältst du davon, wenn du einfach aussteigst, Avatar, hier, dich hier platzierst und wir lassen die einfach hier, wir locken die einfach hierher. So, darf ich kurz? Ja. Ja, kann man machen. Dann mache ich das so. Die stehen auf Team 3. 3 ist doof, weil es ist ja gleich hier gegenüber. Warum stehen die denn jetzt auf Team 3? Ihr seid Team 2, ne? Hä? Wir stehen auf Team 2. Ja. Ja, das heißt, ihr steht direkt gegenüber. Okay. So, ich bin ausgestiegen. So, pass auf, wir fahren jetzt zu Team 1. Los, zack, ab. Lockt sie dann hierher. Genau. Wir fahren jetzt zu Team 1 erstmal. Warte mal, Pharao, los. Fahr los. Ist das rechts rum? Ja, nein, links. Ihr sagt da Bescheid und dann gehe ich oben Bescheid sagen, dass sie sich vorbereiten. Genau. Und ich komme gleich zurück in euer Channel hier, ja? Alles klar. Ja. Geh runter zu den Felsen, die hier im Tal liegen. Perfekt, die sind auch schön groß, ne? Ja. Wo ist Team 1? Ich weiß es nicht, Zitko, ne? Muss man sagen. Geradeaus, ja. So, fahren wir jetzt schon wieder im Dunkeln, ne? Wir haben den ganzen Tag verdödelt hier. Ja. Genau, immer weiter. Dieses Finale hier, ne? Muss man ja ordentlich antreten hier. Nicht so eine. Absolut. So hier, ach ja, na gut, dann los jetzt. Ne? So, warum dampft das da eigentlich die ganze Zeit? Ist mir vorhin schon aufgefallen. Was dampft? Da dampft es irgendwie. Genau. Wo? Bei uns? Am Fahrzeug? Nee, alles gut. Hier rechts rum, ne? Ja, genau. Geradeaus. Geradeaus, okay. Mach mal voran jetzt, gewinnt den Ding hier. Ich muss an der Bar, ich habe nur noch 57% Wasser. Oh, das hält nur einen halben Tag. Theoretisch kannst du umdrehen jetzt. So, und kannst du dich bereit machen und den Startschuss abgeben. Okay, alles klar. Ich gebe den Startschuss aus und dann sage ich der Sicherheit und dem Schiedsrichter Bescheid. Sehr gut. Okay. Jawohl. A-U-A jetzt. Sehr gut, und los geht's. So, wir fahren. Genau, links wir müssen jetzt erstmal Rötti irgendwo rauslassen, damit er, ich würde sagen, wir lassen ihn. Nee, Avatar ist schon draußen. Achso, der ist schon draußen. Der ist. Wo steht der denn jetzt? Steht der jetzt hier oder da hinten? Bei uns. Da, wo die Reds stehen. Wo wir jetzt gerade waren oder wo wir eben waren? Wo ihr gestartet seid, ganz ursprünglich. Wir fahren ihn entgegen, Zitko. Okay. Und ich stehe genau in der Mitte, wo so Felsen sind, dass ich euren Verfolger ganz wunderbar erwischen kann. Du fährst so lang. Wir fahren ihn entgegen. Achso. Aber du fährst andersrum jetzt, ne? Ja. Im Uhrzeigersinn fahre ich jetzt, ne? Alles klar. Wir müssen aber gucken, wenn die uns jetzt entgegenkommen, achte mal auch ein bisschen auf Sichtkontakt, dann legen wir los. Die kommen euch entgegen. Also die kommen nicht bei dir rum, ja? Die sind bei mir vorbeigefahren und zwar im Hast du schon geschossen? Ich hab schon, Hast du schon einmal geschossen? Hab ich, ja. Getroffen. Die fahren im Uhrzeigersinn, das heißt, wir fahren ja jetzt hinter denen her, das heißt, wir müssen wieder umdrehen. Ihr fahrt vor denen her, so sieht's für mich aus. Okay. Ich verstehe es nicht, aber du bist der Fahrer, du musst damit. Die haben die gleiche Strecke, die gleiche Richtung gefahren wie ihr. Ja. Genau. Ja, dann fahren wir jetzt beide im gleichen Kreis. So, wir fahren jetzt, die drehen jetzt um. Oh, Alter! Warum? Nein! Oh, ey, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Wir stehen auf der Spitze. Umgefallen. Ja, oh, der kippt aber. Er kriegt sich wieder rein. Oh, Junge. Wir müssen gleich bei euch sein. Ich glaube, ich sehe nicht. Dann sind sie nicht. Noch sehe ich keinen. So wie die Schiffe, die verfolgen, kommen die. Ja. Da, geradeaus sind sie. Wo? Feuer, vor uns. Links. Revan oder? Oh, da sind sie, ja. Die haben auch die Elektrowaffen, ne? Kann sein, ja. Ist das zu, sind die zu weit weg, oder? Ich glaube, ja. Ein bisschen zu weit. Okay, dann fahre ich wieder hin, ne? Ja. Hä, wo sind sie jetzt? Ja, die sind da hinter dem Stein irgendwo. Ich sehe sie nicht mehr. Ah, die sind da hinten abgehauen. Die sind fahren. Ah ja, okay. Ich glaube, sie drehen um. Ja. Boah, geht ganz schön die Düse, ne?
Vorsicht, dass sie uns nicht rammen. Ja, so, Achtung, jetzt. Siehst du sie? Ja. Ja, und hier einmal vorbei. So, und hinterher. Oh, zack. Nein! Oh, Scheiße! Oh, der ey, das war der Steinzirko. Wir sind am Stein hängen geblieben. Aber warum bist du denn an den Stein gefahren? Oh, das sagen wir jetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Haben sie uns weggenatzt. So, Freunde, wir sind zurück. Jetzt startet das Deathmatch schlechthin. Alle treten gegeneinander an. Ich habe mich jetzt mal rausgezogen. In meinem Team ist der Rötti am Fahren und Avatar ist an der Gun. Und Pharao gibt das Signal. Jetzt. So war's viel. Das waren jetzt aber keine Chefs. Ich hatte keine mehr. Ich habe meine fünf schon abgeschossen. Gut. Also so ein paar Luftheuler angezündet jetzt, oder? Ja, los geht's. Ja, ein Team fährt darum. Wir sind jetzt, wie viel sind wir denn jetzt? Acht Stück, glaub, oder? Nee. Zwei haben sich schon abgemeldet. Okay, dann sind wir sechs. So, da hinten wird schon geballert. Wird schon heiß her, auf jeden Fall, ja. Vorne, ne? Ja. Und der erste ist weg. Da der nächste, was war das denn? Ich weiß nicht. Hab's gesehen. Da kommt schon der nächste Rover mit Licht. Da kommt einer ohne. Ja, da mit Licht sind wir. Mit Licht seid ihr? Ne, ihr seid eigentlich, glaube ich, noch da ganz hinten, glaube ich, oder? Ich sehe noch keinen einzigen. Ne, hier ist auch noch keiner. Ich sage euch, wenn du einen siehst, genau, musst du mir das sagen. Ich meine jetzt hier um die Ecke, da könnte schon einer sein. Da da ist schon. Da geht's auch schon wieder heiß her auf der Seite. Yeah. So, Achtung, von links wird geschossen. Der ist doch schon kaputt hier. Pass auf, jetzt links hier. Pass auf. Avatar. Siehst du's? Und. So. Da hinten. Ah, der haut ab, der eine. Auf jeden Fall. Hast du aufgeschaltet? Ja. Sehr gut. Ah, wieder hat Scatter ganz da hinten. Oh, Fexi. Fast ein Schlamassel passiert mit Fexi hier. Eieieiei. Eine Dreierschlacht. Ihr räumt das Feld von hinten auf, ne? Ja. Schnell weg hier. Die sollen sich erstmal weiter bekriegen. Oh, jetzt er hier. Hinter uns. Ja. Ich hau jetzt erstmal ab. Eieiei. Ich kann natürlich jetzt kaum was sagen, weil ihr mich natürlich hört. Ne, Pharao, du kannst mich mal aus dem Kanal ziehen. Nee, bleib mal ruhig hier. Ich bin gekippt. Nein. Jetzt geht's wieder. Was war das denn? Bei uns ist alles gut. Fexi glüht. So, jetzt sind wir unter uns, ne? Hier waren wir nicht gerade noch der Railgun-Typ. Den haben die beiden gar nicht gesehen. Ja, der feuerte hier rum. Eieieiei. Hä, wer schießt da jetzt? Ach, das ist auch noch ein Rover. Boah, der hat sich da hinten versteckt. Crazy. Ja, das ist natürlich auch eine gute Taktik, ne? Erstmal die anderen machen lassen. So ein bisschen das Feld erstmal ausdünnen. Boom. Und dann von hinten kommen, ne? Hier. Der weiß mir jetzt von nix da. Ah doch, jetzt hat er. Oh, der gibt aber Gas. Der hat auf jeden Fall auch eine Railgun. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal auf den unten tippen, ja. Da hat's auch schon zerrissen. Sehr, sehr geil. Und da ist der nächste. Avatar liegt tot am Boden, oder was? Ich weiß es nicht. Ist das Avatar? Ich glaube, ja. Ich glaube, jetzt zerrissen. Ei! Sehr, sehr cool. Ah, ich weiß nicht. Ist er hier der letzte Überlebende? Der letzte Mohikaner hier? Aber ja, ne? Noch ist jetzt hier keiner mehr am Start. Wir können ja nochmal abfliegen, das Ganze. Aber das sieht so aus, als wenn
wenn es das war, Leute. Ja, mega geiles Event. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch die Siegerehrung vollziehen. Jeder bekommt noch sein Preisgeld. Aber ich denke mal, das wird sich alles noch viel zu sehr in die Länge ziehen. Deswegen würde ich mich von hier, von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen diesen Flair, diesen Spirit, den wir hier gefühlt haben, miterleben. Wir werden das auf jeden Fall noch öfter machen und ich freue mich drauf, noch auf viele, viele weitere Rennen, die wir hier erleben werden. Freunde. Also, macht es gut, Pharao. Danke für die Hilfe auf jeden Fall. Ne, das hat auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Und ich würde sagen, eieiei. Ich würde sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.